Aber ein sauberer Dropkick, ne? Ja, nicht so wie du immer machst. Ja, mach fair. Ja. Ja, siehst du, große Klappe, nichts dahinter. Was ist los, Digga? Servus zu Kickbox, ich bin hier beim SC Freiburg mit Marco Terracino. Die erste Challenge ging an dich das letzte Mal, ne? Knapp, aber verdient. Heute machen wir jetzt die zweite Challenge, nämlich Fußballtennis. Aber bevor wir anfangen, du hast ja mal gegen Fürth richtig freshen Elastico ausgepackt. Kannst du den mir mal vorzeigen? Ja, klar. In Zeitlupe. Hab den Ball angenommen erst und dann. Zack! Mach normal, okay? Okay. Soll ich den zuspielen vielleicht? Ja, kannst machen. Okay, langsam sah er einfacher zu stoppen aus, aber jetzt, ich glaube, ich kann ihn auch. Komm! Jawohl! Junge! Für den Torwart war das super. Ja, Ronaldinho ist ja mein absolutes Idol gewesen und deswegen diesen Trick hat er oft verwendet. Aber der hat noch eine Luft gemacht, hat irgendwie so. Ja, bei der Werbung. Ja, kann ich auch, oder? Ich probiere. Ja, oh, okay. Wir einigen uns, dass unser gleich gut aussah, okay? Ich würde sagen, wir beginnen mit Fußballtennis. Wie kickt ihr Fußballtennis in Freiburg? Also auf jeden Fall Aufschlag per Dropkick und dann einmal auftitschen lassen und ich würde sagen drei Kontakte. Ja, komm, dann mach den Anfang, komm. Okay. Aber ein sauberer Dropkick, ne? Nicht so wie du immer machst. Ja, mach fair. Ja. Ja, siehst du, große Klappe, nichts dahinter. 1-0 für dich. Du musst mich nicht gewinnen lassen, ich gewinne schon so. Aus. Niemals. Du warst safe aus. Nein. Na klar, oder? Aus. Komm, ich schenk dir den, komm. Warte, guck mal, der war hier. Ja, komm, hier, ich diskutiere nicht. 2-0, auf geht's. Oh. War drin, oder? War drin. 2-1. Alles im grünen Bereich. Oh. Linie. Ja, ist okay. Oh. Ja, waren vier. Jawohl, Junge. Waren vier. Waren vier? Ja, du hast einmal mit Pust noch. Ja, gehört, scheiße. Oder? Ja, war gut, Digga. Ah, wolltest du mich scheißen? Auch noch. So sind sie, die Pole, Herr. Ich bin Profi, ich muss irgendwie gewinnen, verstehst du mich? Guck mal, machst du Taktik, so Ball hochlegen mit Kopf. Hey, ich bin mit Fußballtennis groß geworden. Oh, schönes Kind aber da. 3-2, oder? Ja. Bei mir ist einfach so drüber spielen. Aus. Ah, das war nix. 3-3, gell? 3-3, ja. Ja. Ah, war aus, oder? Weiter, egal. Okay, gut. Junge, ist fair. Ja, ein bisschen Spaß. Nein, wir so auf Hacke aufdopsen lassen, verstehst du? Bist ein technischer Fien. 4-3, ne, für dich? Ja. Oh. Nein! Nein! Ist gut gekämpft, da war stets bemüht. So Marco, wir wissen ja, wie du heißt, aber ich weiß nicht mehr von dir. Ne? Deswegen Fragengeballer, ganz schnelle Fragen, ganz schnelle Antworten, ganz easy. Ready? Ja. Also Marco, du giltst als Spaßvogel. Warum? Weil ich immer sehr lebensfreudig bin und das Leben genieße. Rücken Nummer 13 wegen Gerd Müller? Nein, eher wegen Pascal Groß, mein bester Freund. Warum bist du nicht in Hoffenheim geblieben? Ich habe auf mehr Spielzeit gehofft und das hat sich jetzt bis jetzt schon bestätigt. Deine dicksten Kumpel sind? Yannick Haberer und Vincent Sierro. Lieblingsgericht im Restaurant deiner Eltern? Ich esse gerne Nudeln mit Penne Arrabbiata am besten. Mit 17 fast schon ein Star, war das so viel? Absolut, ja. Weswegen?
Ja, weil ich einfach noch nicht vom Kopf her und von körperlichen her einfach nicht bereit war. Mit einem Wort, was bist du für ein Spielertyp? Kreativspieler. Zwischendurch mal ans Aufhören gedacht? Klar, wenn man so schwere Zeiten erlebt, dann kommt man ins Grübeln. Ich glaube, das kennt aber jeder Fußballer. Aber man muss sich immer zurückkämpfen, egal wie die Situation ist. Was ist das Beste an Freiburg? Die Sonne. Verstehst du deinen Trainer Christian Streich immer? Ja, ich komme ja auch aus Baden-Württemberg und deswegen der Akzent liegt mir. Klar, manchmal ist es extrem, aber eigentlich verstehe ich schon. Wie hast du deine Freundin Carolina kennengelernt? Beim Umzug von Bochum nach Hoffenheim. Ich war 2 Jahre in Bochum und sie nie gesehen und sozusagen am letzten Tag. Wieso bist du so höflich? Das wurde mir so in die Wiege gelegt. Ich denke, die Erziehung macht's. Ich bin aus einer ganz bodenständigen Familie gekommen und das gehört sich so. Woran erkennt man dein Italiener in dir? Ich denke mal an meiner Lebensfreude. Fiat 500 oder Ferrari Testarossa? Fiat 500. Was? Ja. Wegen bodenständig und so, ne? Ja, ich hatte ihn auch 4 Jahre lang, war sehr zufrieden. Ach so. Magst du die Söhne Mannheims? Ja, klar. Weil du aus Mannheim kommst. Genau. Ne? Ja, ich höre auch gerne Save and I Do. Also. Zum Schluss dein Lebensmotto. Lebe und denke nicht an morgen. Easy. Danke dir. Bitteschön. Du bist Gitter. So, Marco, jetzt ganz klassisch die Kickbox. Du hast 10 Versuche Zeit, den Ball in diese Box zu lupfen, zu was weiß ich. Hauptsache mit dem Fuß den Ball reinschießen. Alles klar. Ready? Ja. Okay, Marco, komm, first try. Ja, okay. Okay, komm, der zweite. Jetzt da rein. Mehr Gefühl. Guck mal, schon besser. Okay, ich habe jetzt brutale Gefühl. Ja. Da fehlt die Höhe, da fehlt die Höhe. Jetzt kommt der 5. Nix. Genau so, nur mittig jetzt. Ja, sauber. Nein! Pfostenkracher. Nachschuss hinterher. Sauber, der ist drin. Sag ich doch. So, Marco, beim 7. Mal getroffen. Allgemein alle Sachen gewonnen gegen mich. Ich muss mich geschlagen geben. Sau stark. War's aber trotzdem gut. Vielen Dank. Hat echt Spaß gemacht. Mir auch. Und jetzt könnt ihr die Kickbox auf YouTube und Instagram abonnieren. Dich auch. Genau. Marco Terrazino mit Doppel-R und Doppel-Z nicht dein, vergessen. Dein Spruch, gell? Genau. Ja, bis zum nächsten Mal. Bleib sportlich. Ciao.